Servus und willkommen zu einem neuen Part, die drei Fragezeichen und der Plan der Chamäleon-Bande. Here we go, boys. Ja, und wo sind wir natürlich? Wieder unterwegs, diesmal mit Bob Andrews, dem dritten Mann im Bunde, und dem sportlichen Peter Shaw. So, wir sind unterwegs, und zwar, wir treffen hier natürlich auf wen? Ja, auf ein paar Bekannten, hier im Mobiles Haus. Ivan Rubinski haben wir schon getroffen. Klopfzeichen. Und ja. Ich bin nur ein Re. So, die Frage ist gerade. Wie kommt man in Kai ran? Ich glaube, wir probieren mal. Klopf. Nanu, wer seid ihr denn? Sorry, meine Stimme ist angeschlagen. Ich bin Bob Andrews. Mich schickt Sex Sandler zur Unterstützung. Und das ist... Ah, Andrews, natürlich, die Visitenkarte. Natürlich. Sie kennen unsere Visitenkarte? Na, die von Mrs. Andrews, natürlich. Der Maklerin. Ich wusste nicht, dass ihre Söhne mit von der Partie sind und es eine Querverbindung zu Sandler gibt. Ich bin nur ein Freund der Familie, mag aber einige ihrer Songs. Peter Shaw. So, nur einige? Für solche Fans habe ich immer ein offenes Ohr. Nennt mich Ivan. Schön, Ivan Rubinski. Ich will ehrlich sein, Andrews. Wir kommen gut ohne dich aus. Och. Ich denke, ich schicke dich wieder nach Hause. Ach nö, oder? Eine Hand im Gips, die Stimmbänder angegriffen und dann noch meine Hartnäckigkeit. Das sind drei gute Argumente dagegen. Du bist nicht auf den Kopf gefallen, Andrews. Na schön, mal sehen, ob du dir mein Vertrauen verdienst. Und gib auf Shaw Acht. Wir wollen nicht noch mehr Shaw verlieren. Natürlich. Unser Hab und Gut haben wir nach San Francisco vorausgeschickt. Die Kartons im Bus sind privat und für euch tabu. Ebenso Kletterpartien ins Haus. Das gilt natürlich für alle. Also meldet, falls jemand einsteigt. Einmal draufklicken. Wenn das Tierchen sind, die wohlige Laute machen und sich rasant vermehren, beame ich mich zurück an Bord. Ah, die Teile haben unter unseren Zugaben sehr gelitten. Wenn ihr alle findet und wieder hinbekommt, wäre ich sehr dankbar. Einmal draufklicken, oder? Come on. Klick, klick, dreimal raus. Das nenne ich mal platzsparend. Zu platzsparend, würde ich mal sagen. Das mit dem Haus, gab es bereits Vorfälle? Letzte Nacht haben es sich Freunde nicht nehmen lassen, heimlich einzusteigen. Künstler. Sie meinten es... Dürfte Robin und Ivan vorbehalten sein. Mal ganz kurz, es gab einen kleinen Aufruf, weshalb der letztens nicht angesprochen worden ist. Tut mir leid. Da wurde ich auf ihm abgebrochen tatsächlich. Tut mir leid. War so nicht geplant. Erste Verwarnung. Okay, Entschuldigung. Mein Fehler. Ups. So, könnte noch wohl was sein. Okay. So, zwei Perücks fehlen. So, sogar die Kunstköpfe haben Star-Allüren. Noch wo... Was? Okay, noch da liegt noch einer. So, Frage, wo liegt Nummer 12? Jedenfalls nicht hier. Da können wir nicht klicken. Sonst können wir eine zweite Verwarnung brauchen wir nicht unbedingt. Gott, wo liegen die 12. Perücke? Sogar die Kunstköpfe haben Star-Allüren. So. Da habe ich ja schon geguckt. Hä? Weil mir gerade so blöd.
Ich bin gerade ein bisschen Glück gerade irgendwie. Mit einem Perücksfreunde. So, die haben wir schon auf dem Boden. Okay, die habe ich auch gefunden da drinne. Okay, hier habe ich auch gefunden, die drei da. Okay, hier habe ich auch gefunden. Ach. Natürlich. Wie beim Frisieren von Autos gilt, ohne gutes Werkzeug wird das nichts. Natürlich, ohne Werkzeug. Haarnadeln. Schicker als die von meiner Verflossenen. So, zwei Sachen fehlen uns noch. Geht doch. Können wir erst die schon dran machen? Jawoll! Der Figaro empfiehlt vor. Nope. Ups. Nee. Ich glaub, der hier kriegt eine blonde Glocke, ich bin mir nicht sicher. Nope. Huh? Auch nicht? Nope. Okay, dann probieren wir es. Ups. Oha, ein Volltreffer schon mal beim ersten. Ich weiß. Oh, ups! Der Kunststoff war nicht hitzebeständig. Oh. Der Figaro empfiehlt. Das habe ich gesehen. Nope. Hä? Oh, jetzt was bei der hier? Ach du meine Güte. Auch nicht. Erst einmal. Nope. Ich glaube, es war bei dir gewesen, ne? Nope. Nee. Nope. Nee. So, die haben wir uns gemerkt. So, überlegen. Nope. Ach du meine Güte. Es kann sein, dass es nicht klappt. Der Kunststoff war nicht hitzebeständig. Oh. Der Figaro empfiehlt formschönes Haar mit Köpfchen. Das habe ich mir hier gemerkt.
Bei der war es, glaube ich, in Rot gewesen. Nope. Ja, ist andere Rot. Ist das? Ey, das ist falsch, ey. Der Kunst. Der Figaro empfiehlt. Hier war es der hier. So, bei der Dame hier war es, glaube ich. Ups. Nee. Hä? War es der hier? Nope. Ei. Ja, so das typische Frisieren, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Das typische Frisieren, ne? Ich hasse sowas. Oh, wie. Komm, jetzt muss das bitte sein. Ja, das ist schon klar. Nicht euch gerafft. Oh, natürlich kriegt der dritte natürlich. Ich glaube, das war nicht mit schwarzen drin sein. Ja, natürlich. Hier ist das rote. Ja, genau. Ja, genau. So, was kriegen die nächste Dame hier? Für eine Perücke. Nee. Mir blühten auch nicht so. Was könnte? Ja, genau. Was für ein Natürlich. Er kennt es so. Und bei der verbrannt. Doch nicht? Oha, heftig. So was kommt diese Dame hier, also eine Frau. Man kennt es dabei an dem Perückenteils. Und das ist die, ne? Ja, genau. So, einige Perücken fallen, glaube ich, weg. Jetzt muss ich mal kurz per se überlegen. Was? Daraus wären lange Haare, wirklich. Sind wir ein bisschen im Frisierstuhl oder was? Real Talk, und was die letzte Dame finden? Werden es die Blonde? Das ist doch ein Witz, wie soll man das bitte herausfinden? Geil. Sonderbar. Als hätte sich eine Schlange gehäutet. Oder ein Chamäleon. Aber dann wäre der Fetzen trocken wie Papier, nicht schwitzig. Wah, geht. Kannst du damit etwas anfangen? Keine Ahnung. Wie wohl Justus den Anblick deuten würde. Nee. Mach du das, Bob. Mir wird vom Anblick übel. Klar. Schicken an, Jonas. Hi, was könnte das sein? Bob.
Indiz. Die Perücken sehen wieder manierlich aus und schmücken die passenden Köpfe. Oh, du hast dich bewährt, Andrews. Hier, du gehörst nun offiziell zum Team. Auf der Fahrt kannst du im Bus pennen. Danke, aber ich folge vermutlich mit dem Wagen von Rock Plus. Können wir mal klicken? Wenn das dritte Signal zum Aufbruch ertönt und du nicht zur Stelle bist, Andrews, fahren wir ohne dich los. Ach, Shaw, Andrews Junior hat dich gut angewiesen, aber der Bus ist nur für Mitglieder des Teams. Oh. Schon gut, Rubinsky. Ich merke, wenn ich unerwünscht bin. Na. Tja, Bob. Ivan Rubinsky gehört nun ganz dir. Nun kann ich mir vorstellen, wie bei Konzerten das Klima Backstage war. Das muss selbst für Robin merkwürdig gewesen sein. Ganz crazy, oder? So. Ja, ich möchte nicht in einem Haus sein, wenn es angehoben oder bewegt wird. So, gehen wir mal rüber zu unserem Kollegen nach hinten. Ich gehöre jetzt offiziell zum Team. Ivan hat dich akzeptiert? Dann sind wohl Glückwünsche angesagt, Bob Andrews. War das Haus die Nacht über unbeaufsichtigt? Falls du auf meine Freunde anspielst, es muss ihnen in den Fingern gejuckt haben, uns heimlich eine Freude zu machen. Wie sie das angestellt haben, bleibt ihr Geheimnis. Oh, natürlich. Was genau haben denn deine Künstlerfreunde im Haus gemacht? Keine Ahnung. Ich habe noch im Turbus geschlafen, als Ivan einen Rundgang machte und meine Freunde abhauen sah. Keiner soll das Haus mehr betreten. Oh. Bist du gar nicht neugierig, was in euren vier Wänden passiert ist? Klar. Betty Farnham schafft Kunstwerke mit Leuchtmitteln. Udo Kleinberg entwirft optische Täuschungen. Hans Jorgensen verwandelt Ödes in Imposantes. Sicher kennt ihr den Zaun der Jonas. Für ein Haus, das leer steht, scheint es sehr gehaltvoll. Vielleicht sollten wir einen Blick riskieren. Nicht ganz. Sagt nicht, ich hätte euch zu etwas angestiftet. Aber wenn ein Teammitglied Aufnahmen macht, sehe ich mir sie gerne an. Okay, das sind wir schon mal bei dem. Aber das machen wir, glaube ich, nächstes Mal, Freunde. Wir wollen mal hoffen, dass es irgendwann gut fängt, Freunde. Dass wir uns im nächsten Mal ein paar Mal das Haus ansehen werden. Und auch mal sehr gespannt, Freunde. Also bis zum nächsten Party mal, Freunde. Ich würde sagen, das war's von hier mal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann erst mal in einer Episode. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, Freunde. Bis denn, euer Helios, Jared und Chill mit Doppel zu dem Ö, meine Bande.